Ei Gude und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Dragonflight. Ich bin der Typ mit dem Bart. Oh! Manchmal tut's halt einfach weh. Ja, Freunde, ich möchte euch zu einer neuen Folge begrüßen. Möchte mich erstmal entschuldigen, dass so spät erst eine rauskommt, denn ich hatte die letzten Tage einige technische Probleme. Das ging leider so weit, dass ich noch nicht mal mehr streamen konnte und die Streams sind ja diese Woche auch ausgefallen. Die habe ich mittlerweile behoben und möchte mit euch jetzt weiter machen mit der ganzen Questreihe, beziehungsweise einfach ganz gechillt unseren Rufer leveln. So, jetzt ist mir gerade natürlich was Doofes passiert. Ich wollte mit euch heute eigentlich in eine Inni gehen. Das habe ich auch getan, aber ihr wart nicht dabei, ja, weil ich nämlich einfach mal vergessen habe, als typischer Anfängerfehler, oder das heißt Anfänger, ich bin jetzt auch kein Anfänger mehr, aber ich habe einfach mal vergessen, die Aufnahme zu starten. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir das heute irgendwie noch hinbekommen. Ich melde mich gleich nochmal an. Vielleicht schaffen wir es ja in der Folge nochmal da durchzuflitzen. Ansonsten müssen wir das halt beim nächsten Mal machen. So. Ja, also wie ihr seht, ich bin gerade schwarz-weiß. Also das ist kein Bildfehler bei euch, sondern hier ist einfach, ich habe gerade ins Gras gebissen und da habe ich mir gedacht, Mensch, da könntest du ja auch die Aufnahme einfach nochmal neu starten mit diesen Bildern. Und nach einem kurzen Intro geht's los. Bis gleich. So, dann wollen wir uns mal wiederbeleben. Ich hatte mich nämlich etwas übernommen gehabt und so geil es sich mit dem Rufer auch spielen lässt, ich bin halt auch nicht unverwundbar. Das habe ich dann jetzt auch leider feststellen müssen. Das funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. So, jetzt versuchen wir erstmal die Leute hier zusammen zu raffen. Und zwar haben wir eine Leibwache gefunden. Bla 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 bla. Gegen ihre uralten Feinde. Und ich würde sagen, wir melden uns einfach nochmal hier im zufälligen Dungeon an. Und den nächsten. Rolle DD. Passt für mich. Was sagt die Zeit? 14 Minuten. Ah, müssen wir mal gucken. Vielleicht schaffen wir das noch. So, und dann muss ich aber da hinten hin. Wie komme ich denn da hinten hin? Ich könnte ja eigentlich auch fliegen, ne? Geht ja irgendwie immer noch am schnellsten. Bin ich natürlich ausgerechnet in so einem Phönixnest gelandet, ne? Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Ich suche hier aber eigentlich noch jemanden, der hier unten irgendwo rumgammelt. Das sieht so aus da. Aber was ist das eigentlich hier? Ist das ein... Okay. Scheint ein Ram-Mob zu sein. So, jetzt wollen wir aber erstmal hier rüber flitzen. Und die gute Tante da abholen. Ich habe mich, ich glaube, wer es in der letzten Folge nicht gesehen hat, ich habe mich auch mittlerweile für Berufe entschieden. Also ich bin Alchi und Kräuterkundiger, also Blümchenpflücker. Und nach ihrer mal gucken, wie gut das ist. Ist ihr Ruf unanfechtbar. Ihre Soldaten verehren sie. Sie wird eine Menge Ärger verursachen, wenn man sie lässt. Viel Glück. Da, erstmal schön den Scharmützler hier. Gott, der ist aber auch zäh. Tja, gar nicht. Der hat sich aber echt bitten lassen. So, jetzt haben wir hier noch ein Fleischwölfchen Sotok. Die Else müssen wir auch noch knacken. Komm mal her, du. Okay, da kriege ich noch unerwartet Hilfe. Sage ich jetzt auch nicht nein, finde ich ganz gut.
So, dann mal eben den Drachenatem anschmeißen, der ist ja auch sehr geil. Ich habe kein Ziel. So, das hat nochmal richtig gut Zeug gegeben. Was haben wir hier? Noch ein paar Handwerkstoffe. Und da gab es noch eine Quest, die können wir eigentlich auch gleich starten. Die Quest sehen wir jetzt an. So, und dann wollen wir die Pläne, sollen wir zu Fugurion bringen. Das machen wir doch auch. Das ist doch gar kein Problem, das haben wir doch gleich sofort. So. Ich vergesse auch immer, dass ich diesen Drachen habe, ne? Wo habe ich den? Ich hatte doch so einen Drachen. Wo ist denn der hin? Der ist es nicht, der ist es nicht. Die Attacke habe ich auch schon wieder vergessen. Ah, ja, 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 ja. Es ist aber auch ein Kreuz mit mir. So. Ich soll da hoch zu Fugurion. Naja, dann. Soll ich noch 18 Sekunden laufen? Dann kann ich mich wieder verwandeln. Wo habe ich denn mein Flugmoped hingepackt? Sagt mal, Leute, Leute, wo ist es denn? Jetzt den Drachenjäger Igor da an. Schaffen wir den? Weiß es nicht. Wie ich mich mit dem anlegen? Wie viel Leben hat denn der? 121k? Und ich habe 8... Ich weiß nicht. Ach nee! Ich will jetzt erstmal die Quest abgeben. So, wo ist er? Wo ist der Meister Fugurion? Der ist doch hier. Oder ist der hier unten? Ach nee. Da ist ja noch ein Pirscher. Den muss ich ja auch noch anquatschen. Der rote Drachenschwarm wurde von dem Angriff überrascht. Die Chirurgien hoffen nächstes Mal auf einen spannenderen Kampf. Aber jetzt müsste er doch eigentlich hier sein, ne? Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So, dann wollen wir erstmal ein bisschen was abgeben hier. So treffen wir uns wieder, Champion. Int Ausdauer. Ich glaube, das passt, ne? Das ist, glaube ich, eine gute Sache. Wäre natürlich geil, wenn er gleich noch aufgewertet wird. Bis zum nächsten Mal. Nee, leider nicht. Schade. So, die nehmen wir auch noch an. Und die nehmen wir auch noch an. Und dann stehen wir eigentlich schon wieder kurz vorm Level ab. Sehr schön. Den Machtsitz des schwarzen Drachenschwarms. Genug! Geduld, Fugurion. Oh, helft dem verletzten Wachen und findet seinen Drachen. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ich will den Luxus der Geduld hingeben, wenn meine Heimat von ihm gereinigt ist. Ich mag Dragonflight. Ja, ich muss mich jetzt echt als Fan outen. Ich find's klasse. Mir gefällt das. Oh nee. So, ich glaube, da haben wir gerade noch mal die Kurve gekriegt. Ich würde auch so gerne mal ein paar Blümchen pflücken, aber ich komme da nicht hin, ne? Also das ist immer so weit oben und ich habe auch keinen Bock, mich da jetzt gerade so großartig mittendrin, mitten in der Aufnahme mit irgendwelchen Mobs rumprügeln zu müssen. So, jetzt haben wir erstmal hier den Verwalter. Lava-Element töten. So, wie viel brauchen wir denn? Ich bin zu weit weg. Ach, das ist ja, das habe ich ja jetzt so auch gar noch nicht mitgekriegt. Dass du da ja quasi auch so ein bisschen AOE machst, ne? Also so ein bisschen... Guck mal hier. Mit der Attacke, okay. Das finde ich ja gut.
Jetzt habe ich es einfach unterbrochen, ne? Ich bin aber auch ein Dödel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich muss näher ran. Dann schnappen wir uns den nochmal hier. Ich brauche ein Ziel. Da müsste jetzt aber auch gleich mal gut sein, ne? Also 92% habe ich schon, 96%, jetzt den hier noch. Und dann sollte der Käse auch gegessen sein hier. So. Und Level up und Level 62, wunderbar, 9 Talentpunkte freigeschaltet, 9 Dungeon freigeschaltet, der Angriff der Nockhut. Whatever, okay, so. Wir könnten eigentlich mal... So, hier noch verletzte Drakoiden, ach, da ist doch einer, guck mal hier. Da sind aber noch mehr davon. Talentpunkte. Talentpunkte ist übrigens mal ein ganz wichtiges Stichwort. Wir schauen uns das gerade mal an. Spezialisierung und Talente. So, wir haben... Das ist unglaublich, ne? Ich sehe gerade, ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Talentpunkt verteilt. Ich drehe durch. Was ist das denn? So, Verheerung. Punkte verfügbar. Ruferin, Punkte. Also da habe ich... Links ist der Heilerbaum, rechts ist der DD-Baum. Was haben wir hier? Schleudert eine Flammenkugel, die den Ziel sofort... Ja, okay. Ah, oh, schade. Da ist gerade das Pop-up aufgegangen, für den Dungeon-Browser beizutreten. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Rubin-Essenz-Explosion habe ich auch. Verringert die Essenzkosten von Scheiterhaufen. Was ist Scheiterhaufen? Wo haben wir den Scheiterhaufen? Haben wir den irgendwie schon? Oder ist das ein passives Talent? Bin ich mir gerade nicht richtig sicher. Ich muss mir auch demnächst mal wirklich den ganzen Krempel hier zur Brust nehmen. Azur-Essenz-Explosion. Azur-Stoß hat eine Chance von 15% an Essenz-Explosion. Ist das der Azur-Stoß? Das nehmen wir mit. Das ist nämlich auch eine Lieblingsattacke von mir mittlerweile. Dann haben wir Ewigkeitswoge. Konzentriert eure Energie und setzt eine Salbe purer Magie frei. So. Was haben wir denn hier? Imposante Präsenz. Inneres Strahlen. Lebende Flamme und Smaragdblüte sind bei euch selbst 30%. Ist natürlich geil für ein Selfie, ne? So, was habe ich denn hier? Ist das gut? Aber ich glaube, das ist eher so eine Raid-Fähigkeit, ne? Das sehe ich gerade beim Leveln auf jeden Fall eher. So, das nehmen wir auch noch mit. Drakonischen Zorn. Drachenwut. Aber Scheiterhaufen? Habe ich Scheiterhaufen? Bin ich denn doof? Oder habe ich das Talent einfach noch nicht in den Baum gezogen? Ich bin mir da gerade nicht sicher. So, Ewigkeitswoge. Was haben wir hier? Verdichtete Energie. Dann nehmen wir auch noch, dann gehen wir Richtung Scheiterhaufen. Dann soll es ruhig mal fackeln, ne? Dann bleiben wir beim Scheiterhaufen. Animosität. Der Einsatz eines ermächtigten Zaubers verlängert die Dauer von Drachenwut um 6 Sekunden. Whatever! Das ist jetzt einfach nur mal... ins Blaue hinein. Wahrscheinlich könnt ihr da mehr sagen. Also wenn ihr da nochmal Tipps zu habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, was die Skillung angeht. Denn ich bin mir gerade recht unsicher, wie man hier die Punkte verteilen soll. Ich mache das gerade mal so, was sich für mich gut anhört. Aber ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich damit beschäftigt. So, Azurstoß und lebende Flamme verursachen 5% mehr Schaden. Das finde ich gut. Das sind ja sowieso die beiden Hauptattacken mit.
Titanischer Zorn. Essenzexplosion erhöht den Schaden der betroffenen Zauber um 7,5. Nehmen wir mit. Alles, was mehr Schaden macht, ist gut. Feuerarten, mehr Schaden. Tyrannei. Während tiefer Atem und Drachen oder 100. Meisterschaft von Riesentöter. Okay, kann ich nicht sagen. Ja, Leute. Geh mal rein. Ab in die Inni. Aber Talente, Spezialisierung und Talente. Hat sich, das ist ja aktiv. Mir fehlt da irgendwie noch das Zauberbuch. Okay, hier in der Inni war ich tatsächlich gerade eben auch schon drin, als ich verbaselt habe, die Aufnahme zu starten. Deswegen ist es ganz gut. Da gehen wir nochmal zusammen durch. So. Alex Taser hat uns aufgetragen, die Lebensbetten vor den Primalisten zu schützen. Verstärkung! Beschützt Meligrossa! Sie muss ihr Werk fortsetzen! Drängt sie zurück! Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, den nehmen wir auch noch mit. Sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen ruhig bin dabei, aber das ist halt immer in dem Gewusel. Da muss man dann mal für einen Moment etwas konzentrierter sein und gucken, dass man mitkommt. Mit der Gruppe, mit der ich nämlich gerade unterwegs gewesen bin, die sind hier einfach so durchgerusht und ich wusste eigentlich überhaupt nicht mehr, was hier los ist. Scheiße, da habe ich jetzt drin gestanden. Wenn ihr nur verstanden hättet, dass unser Weg der Rechtschaffende ist. Solch ein sinnloser Tod. Ich brauche ein Ziel. Immer drauf auf den Kollegen hier. Ich erlaube es nicht, dass ihr Meligrossas Werk zunichte macht. So, jetzt habe ich die leider auch noch gepult. Was ist denn das hier? Krieger. Natürlich, ihr werdet euch nicht einmischen. Ich verschlinge euch. Friert und zerspringt. Entschuldigt, ich muss aber mehr ich brauche eure Stärke, meine Kleinen. Hab mich doch leider gerade ein Debuff erwischt, ja, ihr habt's gesehen. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir die Tante auch noch erwischen. Sie zeigen euch die Wahrheit.
Okay, das hat leider nicht so, war nicht so zielführend. Der Angriff ging leider ins Leere. Eieieiei, jetzt, aber jetzt kriegt man mal wenigstens mit, was ich gerade echt verpasst habe, weil die hat nämlich viel schneller gelegen und ich wusste überhaupt nicht, warum. So. Wow, ich habe einen Stab bekommen. Wiki, wiki. Gute Arbeit. Geil. Jetzt, wo ihr die Betten unten gesichert habt, brauche ich eure Hilfe oben. So, den hauen wir uns doch gerade mal ins Gesicht, den Stab. Der ist geil. Den mag ich. Komm, anlegen das Ding. Zack. Die ungeschützten Lebensbecken sind in Gefahr. Eine mächtige Primalistin will alle Nestplätze. Ach, kann ich wahrscheinlich gerade nicht, weil ich auf dem Flieger sitze. Ich überwache die Lage von oben und stelle den Drachen, der diesen Angriff anführt. Mal gucken, ob ich es jetzt machen kann. Schnell, nehmt die Eier. Jetzt aber. Sehr schön. Das ist ein geiler Stab, oder? Guckt euch den mal an. Wow. Geiles Teil. Okay, die laufen hier rum. Cool, das freut mich. War schön abgesahnt. Der Tank wird mich dafür wahrscheinlich hassen, dass ich die ständig wegschmeiße, aber was willst du machen, ne? So, die Dinger explodieren, die großen. Gute Arbeit. Das erste Becken ist gesichert. Auch ein Ziel. Jetzt zu den anderen. Okay, der pullt mal richtig rein hier, der Typ. Krasser Scheiße. Diesen heiligen Ort nicht entweihen. So, er gibt nichts zu looten für mich. Wo will der denn hin da hinten, sag mal? Ich bin zu weit weg. Bleib doch mal stehen. Ich habe kein Ziel. Ah, Jäger ist auch dabei. Man sieht's an dem verpeilten Pet. Zu weit weg. So, wieder schön aus dem Weg gehen. Ihr seid fast bei ihrem so Meister angekommen. Weg. Schnell weiter, Champion. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Aber mir fehlt immer noch diese Feuersdings da. Irgendeine Attacke fehlt mir noch, die noch im Dings schlummert. Ich habe kein Ziel. So, der brennt aus. Rumsbums. Sie ist angreifbar. Überwältigt die Primalistin, bevor sie Verstärkung herbeiruft. Da hinten ist sie doch.
werde die Opfer meiner Verbündeten ehren. Ich bin so weit weg. In euch brennen. Werdet von der Flamme überwältigt. Feuer möge meine Feinde verschlingen. Beugt euch dem Feuer. Feuer möge meine Feinde verschlingen. Brecht aus ihrer Macht hervor. So, einmal ein bisschen Gas geben hier. Ihr könnt der Hitze nicht entkommen. Beugt euch dem Feuer. Oh, die liegt doch gleich. Feuer möge meine Feinde verschlingen. Okay, das war leider doof, da bin ich drin stehen geblieben, aber da liegt sie. Ausgelöscht. So, und da gab es einen Umhang, aber nicht für mich, aber macht nichts. Okay, das geht mir alles noch nicht so flüssig von der Hand. Da muss ich noch viel gucken und glotzen und machen und tun. Aber ich glaube, wir schaffen das in der Folge tatsächlich alles komplett durchzufrühstücken. Ist eine kurze Inni, also finde ich richtig geil. Da kannst du mal eben mal so durchsnacken, ne? Oha, 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 oha. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Gut, das war aber echt... Ein Lob an den Heiler, der mich hier gerade noch echt am Leben gehalten hat. Das war gerade echt. Da hat er, glaube ich, auch mal angefangen zu schwitzen. So, jetzt kommt wieder Eckhart. Ne, Eckhart heißt er. Ich denke mal Eckhart, da steht's. Aber Eckhart ist Eckhart, Eckhart ist doch das Gleiche. Oha, oha. Ich muss näher ran. Das ist natürlich, hier ist viel Movement auch, ja. Also da kannst du nicht einfach mal lange auf der gleichen Stelle stehen bleiben. Ich sehe halt auch gar nicht mehr, wo ich gerade bin, ne? Kommen.
So, da liegt er, der Sack. Da liegt er. Okay, schönes Schmuckstück. Und Handschuhe, Freunde. Geil. Sehr schön. Das gefällt mir. So mag ich Innis. So, dann auf Wiedersehen. Und einmal Gruppe verlassen. Ja, dann gucken wir uns nochmal eben an, was wir bekommen haben. Diese wunderschönen Handschuhe, die wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, nachdem ich hier gerade versucht habe, verzweifelt im Talentbaum zu gucken. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge mal. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was ich da für Handschuhe bekommen habe. Wo sind sie? Da sind sie. Die sehen schon mal ganz nice aus, ne? Was haben wir hier? Was haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch alten Scheiß an, ne? Hände, Hände, Hände. Da, 229er und hier haben wir 226er angelegt. Nice. Das sieht doch gut aus für mich. So, hier habe ich noch einen Helm, den ich aber leider erst viel, viel später aufziehen kann. Den habe ich vorhin einfach so zugeschanzt bekommen von einem anderen Mitspieler. Das fand ich auch sehr nett. Sowas habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Jo, Freunde. Da würde ich sagen, da machen wir erstmal Feierabend für heute. Wie gesagt, eingangs war ja, hatte ich ja erwähnt, dass ich ein bisschen technische Probleme hatte. Deswegen die Folge erst heute. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschö.